So, ich habe jetzt noch eine Runde gespielt. Wir haben nochmal gewonnen und wie sieht's aus? Wenn man sich den ganzen Tag auf dem Schiff aushält. Ja, eben genauso sieht's halt aus. Ja, ist richtig. Wie sieht's aus? Wollt ihr noch eine Runde sehen oder wollen wir noch eine Runde was anderes zocken? Dispatcher zum Beispiel. Diese zwei Optionen werfe ich jetzt gerade mal auf. Eine Runde Monstrum noch oder noch eine Runde Dispatcher. Oder Alarm. Alarm. Weiter? Okay, weiter. Okay, super. Ja, machen wir. Ist kein Ding. Wir spielen einfach noch weiter. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Vielleicht finden wir endlich mal die blöde Kackzange, ey. Das wundert mich wirklich. Wir haben jetzt so drei Runden gespielt. Oder? Waren es sogar mehr schon? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe das schon wieder völlig verdrängt. Auf jeden Fall, wir haben in diesem Spiel heute noch keine Zange gefunden, was echt sehr ungewöhnlich ist. Bin schon wieder zu schnell, ne? Entschuldigung. Fiend. Könnte sein, ja. Ist das Mandolinchen noch an Bord? Mandolinchen, bist du noch da? Spiele ich zu schnell? Ich glaube, ich habe Big Daddy gehört. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber. Was sind das? Ach, die Pumpe. Das kann aber auch nur so ein Rumsen gewesen sein. Das kann man ja nie so ganz identifizieren. Nee, das ist Disco. Disco! Ja, Disco. Was machen wir denn mit dem heute mal? Der Schlingel. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein Schlingel. Der schleicht sich nämlich immer ganz, ganz unverfroren einfach an und überrascht mich dann. Gesundheit, nee. Was haben wir hier? Da ist doch was da hinten, das will ich haben. Hab ich noch eine. Ich hab doch noch eine. Oh, hier ist auch noch ein Raum. So, zack, zack. Rinn damit. Mir eben hier die. Immer klarkommen hier. Ich verlaufe mich hier gerade schon wieder. Ganz fürchterlich. Ist auch schon wieder ein Raum. Wie viele scheiß Räume gibt es hier denn? Okay, das war nur das Paket. Macht nichts. Das kann ich immer gebrauchen. Dann kann ich nämlich mehr Kram mitnehmen. Muss ich da mal gleich alles weglegen? Das finde ich immer blöd. Dann hat man endlich mal das Glück, dass man möglichst viel Kram findet und dann muss man das weglegen. Das finde ich doof. Da war er schon wieder, ne?
Der blöde Sack. Da ist er. Nee, das ist der Schlüssel. Das ist er gar nicht. Ich lüge. The Fiend im U-Boot-Raum einsperren und dann außerhalb der Map rumzulaufen. Okay. Das ist jetzt schon advanced. Das kann ich ausprobieren, ja. Wie sperre ich denn im U-Boot-Raum ein? Wie mache ich denn das? So, dass es gut wird. Dafür brauche ich natürlich die anderen Teile erst, ne? Boah, da war er schon wieder. Der blöde Sack. Dafür brauche ich natürlich erstmal die fehlenden Teile fürs U-Boot. Die müsste ich dann erstmal alle finden. Habe ich schon mal gemacht? Echt? Also ich weiß, ich habe ihn schon mal eingesperrt. Da bin ich mir sicher. Und dann hat sich die Tür nicht wieder geöffnet. So war das, ja. Ja. So, die Luftpumpe, will ich die mitnehmen jetzt? Nee, ich will jetzt gerade die Sicherung mal nicht verschwenden. Vielleicht finde ich doch noch... Doch noch die... Ah, Mann, ey. Die Zange. Ja, genau. Der Moment, wenn ich etwas machen möchte, aber nachfragen muss, wie es geht. Ja, das geht. Das gibt's. Ich weiß ja nun auch nicht alles. Also eigentlich weiß ich auch gar nicht so viel, was dieses Spiel anbelangt. Wie gesagt, ich spiele das ja nur so ab und an mal. Arrgh. Die blöde Kamera nervt mich langsam. Machen wir eben Alarm hier. Ist er doch irgendwo, wa? Ah, das ist gut. Da kann ich mir mal eben richtig hinsetzen und ein Schlückchen trinken. Da bietet sich so eine kuschelige Runde unterm Bett hier an, ne? Ja, du hast natürlich recht. Wenn das wieder funktionieren sollte, wenn wir ihn also einsperren im U-Boot-Raum und er dort nicht rauskommen sollte... Dann hätten wir genug Zeit, dann könnten wir uns das Level mal angucken. So, da fährt er rum. Hallo? Ich hoffe, er lässt uns jetzt in Ruhe. Das wäre sonst doof. Und er tut es. Schön. Wenn ich allein spiele, Thorsten, nein, alleine trinke ich nicht. Das mache ich nicht. Da wird man einsam von.
Der Thorsten, der verführt mich nämlich immer zum Alkohol. Ja, so ist das. Das ist ein ganz gemeiner Hund, ist das. Bist du ja nicht allein. Ja, stimmt, hast recht. Komm, ich hau mir gleich mal schön den Whisky rein. Auch nichts Sinnvolles drin, ne? Da kommt um die Ecke geschlichen, der Sack! Alter! Scheiße! Blöd! Blöd. The Fiend zum Bettloggen, ja. So, das war jetzt eigentlich, das war eine zu kurze Runde. Jetzt muss ich noch eine spielen. Das geht so nicht. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich jetzt noch was Tolles machen kann. Und dann kommt sowas. Dann mache ich so einen Unfug. Da ist die Kette drin. Die Kette. Das Fresspaket ist da hinten. Das brauche ich jetzt nicht. Alter, was ist denn hier los? Weißt du, das ist das, was ich meine? Dann hast du mal wieder so eine Runde, wo überall der ganze Kram, also gleich zu Anfang du den ganzen Kram findest. Eine Taschenlampe, ja, ist klar. Alles das, was wir vorhin nicht gefunden haben, liegt jetzt hier rum. Und trotzdem verkacke ich gleich, das weiß ich jetzt schon. So, das lasse ich mal hier. Das wird bestimmt gut. Das wird bestimmt gut. Trotzdem verkacke ich gleich, weil ich Unsinn mache. Weil ich wieder so aufgeregt bin. Bin ich vielleicht unten? Beim U-Boot? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Das ist gut, dann kann ich wenigstens die Batterien schon mal da lassen. Big Daddy! So, da haben wir den Dicken wieder. Schön! So, was würde ich geben für so eine scheiß Kneifzange jetzt, ey? Dann könnte ich wenigstens endlich mal das Monster-Einsperre nochmal versuchen. Wobei auch Big Daddy ist, glaube ich, irgendwann weg. Ich glaube, der löst sich irgendwann in Wohlgefallen auf und ist dann einfach weg. Das war jetzt natürlich total geschickt, hier den Alarm auszulösen. Aber das ist egal, dann kann ich es auch noch ausnutzen hier. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Die Besatzung besteht aus Monstern. Ja. Ja, bestimmt. Randale! So sieht das nämlich aus. Ja, Randale gibt's hier
gibt's hier ständig. Wenn der Dicke hier ist. So, ich klebe das mal eben ab. Ich weiß, ich brauche das noch nicht, aber ich mache es trotzdem schon mal. So, schwupps. Die U-Boot-Batterien. Das ist ja schön. Kein Radio, ne? Mist. Alter, da bin ich gerade am Lesen hier, ey. Meine Fresse. Ja, Amok laufen. Wenn ich, wie gesagt, hatte ich ja beim, ich glaube, in der letzten Folge gesagt. Also manchmal wünsche ich mir in diesem Spiel echt eine Schrotflinte. Wenn man nämlich so Dinge ausprobieren möchte und das klappt dann partout nicht, das... dann wünscht man sich auch mal die Schrotflinte herbei. Gerade wenn man versucht, hier in diesem Spiel Stühle zu stapeln. Die Physik-Engine ist richtig, richtig klasse gemacht. Jeder, der das mal ausprobiert hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, Big D macht das, genau. Der läuft hier immer amok. Der alte Sack. Gut, ich wollte schon sagen, ich war doch hier noch nicht, oder? Aber jetzt könnte ich mal mich hier umsehen. Vielleicht ist er hier in den... Ach, scheiße. Ja, Mann, jetzt geh doch auf, du Kacktür! Vielleicht ist er hier irgendwo, die Zange für mich versteckt. Das wird heute auch zum Running Gag, ne? Vielleicht ist da ja die Zange. Da ist sie! Way! Wie geil ist das denn? Baby! Ich hab die Zange gefunden. Oh, und gleich bin ich am Arsch. So. Da wären sonst genug Waffen an Bord, das stimmt. Das ist richtig. Vielleicht irgendwie eine Bazooka oder sowas, das wäre super. Eine Bazooka wäre super. Die Kette. Ist ja hervorragend hier, das wird immer besser. Stimmt, wenn man die Geschichte mal verfolgt hat, ist ja irgendwie ein Schiff, was aus Hongkong, glaube ich, kommt, ne? Irgendwie so war mir doch. Mal wieder ganz außergewöhnlich wenig. Na toll. Jetzt geht mir meine Taschenlampe auch noch leer, ne? Das ist echt mal wieder total großartig. Jetzt. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass der uns hier rausholt.
Doof ist jetzt natürlich, dass ich hier keine... Auf dieser Ebene habe ich kein Telefon. Aber ich glaube, der haut gleich wieder ab. Ich bin da ganz sicher. Der hat sich auch irgendwie die Beine verbrannt, der arme Kerl, ne? Also das... Ich kann ja schon verstehen, dass der sauer ist. Zu, dann rufen wir nochmal eben unten an. Ah, gut, 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 gut. Ich habe da noch nicht so genau hingeguckt, aber interessant. Dem fehlt echt der Daumen, ne? Irgendwie. Wie geht das? Jetzt geh schon hin, mach auf. Ja, Gott sei Dank. Immer das Gleiche mit dem Lutscher, ey. Da meinst du, bist du safe und dann sowas. Komm da raus, du. Willst du sagen? Das ist aber auch doof irgendwie. Da tut er mir jetzt auch leid, der arme Kerl. Uns fehlt ein Radio für das, was wir vorhaben. Das ist blöd. Ohne Radio geht das nichts. Auf und nochmal auf. Nichts. Na toll. So, hervorragend. Das ist schon mal gut. Was jetzt eigentlich noch fehlt, das ist das Radio. Dann könnten wir ihn einsperren, dann könnten wir auch Kram ausprobieren wieder. Ah, da ist er schon wieder, ne? Ich lasse die mal da, die brauche ich nicht. Die nehme ich nicht mit. Dass er uns auch immer sehen muss direkt, der Sack. Kette. Und das komische Pack, das wir auch nicht brauchen. Huch.
So, also ich fände jetzt ein Radio super. Dann können wir ihn ja wenigstens einmal einsperren. Das will ich doch eigentlich heute noch einmal ausprobieren. Ah, schön. Es ist schön, euch zuzugucken, lesen. Das gefällt mir sehr gut. Er singt für sie das Niveau und danach das Schiff. Echt schön. So viel hier unten haben wir auch gar nichts gerade, ne? Ich warte noch auf den Moment, wo sie irgendwas einbauen, dass er hier die Bodenplatte oder die Bodenplatten quasi über uns einreißt und uns auf den Kopf pinkelt oder solche fiesen Dinge tut. Moin. Der ist schon wieder sehr ungehalten, der Gute. Verstehen gar nicht. Überhaupt nicht. Big Daddy, ey. Was ist denn los mit dir? So, einer ist da doch noch, wollte ich sagen, genau. So, was gäbe ich jetzt für ein Radio? Hier mal vorne gucken, in den Kapitänsquartieren, also in den Mannschaftsquartieren, da wird sicherlich irgendwo ein Radio rumliegen. Alter, vergiss das. Du Sack von Kamera. Ach, warte mal, warte. Hat der den Schlüssel? Nee, doch nicht. Doch. So, ab und zu leckt es also. Das ist nicht so schön. Das tut mir auch wirklich leid. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, was ich da verbindungstechnisch noch dran ändern kann. Im Moment, da müsste ich mich mal ein bisschen schlau zu machen. Vielleicht kann ich da noch irgendwas tunen. Wie jetzt? Jetzt, wo bist denn du? Oh, der ist schon wieder ganz dicht bei uns. Bei uns. Scheiße. Mist. So ein Kack, da war der einfach zu dicht. Also zu dicht, ne? Big Daddy war zu dicht. Schade eigentlich. Das ist natürlich blöd. Nicht mit einem Sieg beendet jetzt gerade.